das Bier, pumpe ab, schick ihn aus den Humpen, komm, lass dich nicht lumpen. Helikopterlandeschinken. Ja, ein Helikopterlandeschinken. Ja, auf der letzten Karte, Kneipe der Untoten, war es ja relativ eng und dann bin ich immer hängen geblieben an den Tischen. Am Ende bin ich ja dann dadurch auch gestorben. Das hat mich dann noch etwas aufgeregt, weil eigentlich wollte ich, dass es ein bisschen länger wird. Aber ey, Leute, ich habe, wie bereits erwähnt, habe ich einfach nur das schlechteste Internet der ganzen Welt. Und ich habe für diese lächerlichen 14 Minuten Gameplay, habe ich eine ganze Nacht gebraucht, um hochzuladen. Und ich will nicht wissen, weil sieht so aus, als würde ich jetzt hier noch ordentlich überleben. Man soll den Tag nicht vorm Abend loben, aber... Wow, okay, da habe ich gerade gesagt, fast draufgegangen. Oh, scheiße. Na, oh, fuck, ich hasse das. Das sind diese dreckigen MG2, guck mal, die schießen mich an und ziehen mir meinen Shield. Machen jetzt nicht so ultra Schaden, aber okay. Ja, dann gucke ich mal, wie hoch ich hier komme. Vielleicht kann ich das hier auch beenden, dann habe ich endlich mal ein beendetes Zombie-Gameplay. Weil es finde ich ganz geil auf diesen Custom-Maps. Da kannst du echt die Zombies, kannst du wirklich bis zum Ende kämpfen und dann brauchst du ich glaube, ich brauche 44.000 Punkte zusammen. Und dann kommt dann das Spiel irgendwie vorbei, dann habe ich gegen die Zombies gewonnen. Also dann betet mal mit mir, dass ich das schaffe. Weil ich weiß nicht, in wie viele Parts ich das teilen muss. Na gut, wenn, dann wird das hier wahrscheinlich der erste Part, dann könnt ihr mir ja schon mal sagen, ob ihr die jeden Tag einen Part wollt oder ob ihr die oder wie ihr die Parts wollt, ob ihr die weniger wollt, ob ihr vielleicht zwei Parts am Tag wollt, ich weiß nicht, wie viele das werden, also wir haben auch noch keine feste Upload-Frequenz, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, manche laden, also es gibt ja Kommentatoren, die haben 40.000 Abonnenten und laden dann alle jeden Monat zwei Videos hoch. Dann gibt es Leute wie Tubax, Amazing Films 24/7, der lädt am Tag 3-4 Videos hoch. Das lohnt sich bei ihm auch, weil er 60.000, 70.000 Abonnenten hat. Ja, da lasst uns dann einfach mal wissen, was wir da, wie wir das gestalten. Jetzt habe ich immer schön die M14, COD4 M14. Jetzt habe ich Self-Defense. Ah, ich glaube, das ist dafür, dass die Zombies können mich jetzt nicht so leicht festhalten. Ich kann mich von denen jetzt irgendwie weg. Ich habe keine Ahnung, was dieser Perk genau bringt. All diese Zombie-Chicken-Taco-Modding-Kacker hier hat ordentlich Ideen gehabt. Und dann haben die halt ein paar Perks reingemacht, ein paar Waffen reingemacht. Achso, ja, eine andere Frage. Wollt ihr die Custom-Maps sehen oder wollt ihr auch mal, dass ich so die klassischen Karten spiele? Sowas wie Nacht der Untoten, Zombie-Verrückt, Dries oder Shinonuma. Das liegt bei euch, ne? Weil... ich habe ja hier nicht so viel zu entscheiden. Ich bin ja nur der Commentator und mache ich es ja für euch, ne? Und deswegen wollte ich mal wissen, soll ich mal die klassischen Karten machen? Wollt ihr das sehen? Würde mich interessieren. Kann ich auch machen. Ich habe ja alle Karten logischerweise drauf. Das Lustige ist, für PS3 waren die World at War Karten waren Downloadable Content. Das waren, ja... was war das? Das war, man musste 15 Euro bezahlen, um, keine Ahnung, verrückt zu kriegen. Man musste nochmal 15 Dollar in dem Fall, weil es für Deutschland kam es noch nicht raus, musste man nochmal 15 Dollar bezahlen, um Shinonuma zu kriegen und so weiter, bla bla bla. Und hier gab es einfach Patches. Und in den Patches waren ganz dreckig einfach mal diese Maps drin. Also nicht diese, aber die drei anderen Maps, die ihr vielleicht kennt. Getting raped! What the fuck? So, da ist... ich glaube, ich kann gar keinen Perk mehr aufnehmen. Ah, jetzt haben wir... Slayer of Hand, das wollte ich haben. Ich wusste doch, diesen Perk gibt es. Aha, jetzt werdet ihr geraped. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt zu langweilig ist, wenn ich hier Rape traine. Aber ich kann einfach mal asoziales Point-Horing machen und dann das Spiel wahrscheinlich beenden mit langweiligem Rape-Getraine. Aber weil ich mich eh nicht so wirklich konzentrieren muss, um Rape-Train zu laufen, ich glaube, das muss keiner, dann kann ich euch einfach ein bisschen... doch zuschwafeln, das mache ich sehr gerne. Das ist genial programmiert. Das haben sie so genial gemacht, Alter. Das ist hier. Seht ihr das? Das musst du auch erstmal programmieren können als Nicht-Berufsheckler. Okay, davon habe ich jetzt nicht so viel. Gold, ich habe das Golden Ticket wieder. Ha, deine Mutter. Da. Kriege ich jetzt nicht so viele Punkte mit, aber wird schon reichen. Ja, gut. Wie bin ich auf die Zombies gekommen, habe ich ja schon gesagt. Was ich vorhabe, ist einfach, es gibt sehr viele Karten und ich denke, ich werde erstmal die Karten abhaken, die ich habe.
Das hier gehört so echt einer meiner Lieblingskarten, weil die Karte ist schön chillig. Man kann ordentlich oben hier rapen und die Leute schön ins Gesicht schießen. Man kann die Karte beenden. Dann gibt es Karten, die sollte man eher. Co verdammt, verdammt, okay, das ist es. Nein, lass mich raus! Warum? Okay, Leute, Leute, an der Stelle stopp. Warum lebe ich noch? Warum? Die Zombies waren um mich rum, haben mich angegriffen, angefasst, fanden mich total cool, keine Ahnung. Und ich lebe noch. Das ist epic. Das ist fucking epic. Ohne Scheiß, Leute, das ist echt ewig. Ewig. Schwarzer Mond for the win. Alle, zack, ordentlich gediegelt, die Sau. So, dann gönnen wir uns hier mal was Neues, damit ich nicht wieder von Zombies getarpt werde. Winchester 1200, deine Mutter ist eine Winchester 1000, gib her. Komm schon, Bitch. Ich brauche irgendwas zum Point Horn. RPG, ey, ganz ehrlich. Wer will denn ein RPG gegen Zombies? Okay, er ist relativ stark, aber ich bringe mich garantiert selber damit um, weil die dem Ding einfach in dem Spiel viel zu viel Wumms gegeben haben. Er kann zwar ungefähr eine ganze Zombie-Horde mit einem Schuss ausschalten, aber schaltet dich auch mit aus. Und das ist ja nicht das Ziel, wenn du überleben willst. Und dich selbst ausschaltest, bist du logischerweise tot und dann hast du nicht überlebt. Egal, wie viele Zombies du mitgenommen hast, das sind ja eh unbegrenzt. Okay, das ist fucking. Oh mein Gott. Ey, Leute, wenn ich in Panik gerate, fange ich immer an Englisch zu reden. Es tut mir leid. Ich gucke zu viel von diesen englischen Kommentatoren. Also ich gucke auch Deutsche. So ein paar. Ich gucke zum Beispiel CK. CK ist auch cool. Ich gucke Elotrix. Ganz, ganz viel Elotrix. Einer der besten Kommentatoren, meiner Meinung nach. Ich gucke. Gucke ich noch. Ich habe mal zwei, drei Videos von Max FPS gesehen. Ja. Aber ansonsten gucke ich eher so die Amis, so Machinima. Dann gucke ich Hutch, Sark, Xenonas. Kennt ihr vielleicht von Machinima Respawn, hä? Ich hänge an irgendwas. What the f. Okay, Zombies, an was soll ich sonst hängen? Ja, Hutch, Sark, Xenonas. Was gibt's noch? Dann gucke ich, Syndicate Project. Davon bin ich echt der größte Fan. Ich will mir vielleicht auch demnächst mein T-Shirt von ihm kaufen, weil ich den Typen einfach uber genial finde und der hat auch das spezialisiert sich fast nur auf Zombies, also hat er mal gemacht, mittlerweile macht er fast nur noch Minecraft, weil ich nicht so geil finde. Also das ist auch lustig, der kann super kommentieren. Er ist schwer zu verstehen. Der Malon meint immer, der hätte so einen schwulen britischen Akzent. Ich finde den Akzent eigentlich relativ cool. Also ich finde, bei ihm hört sich das richtig gut an. Dragunov, Alter, wollte mich auch rollen, oder? Komm schon, komm schon, komm schon, die Zombies kommen. Alter, die Zombies kommen, gib mir eine Waffe, gib mir eine Waffe, ich brauche eine Waffe gegen die Zombies. MP5, eine schöne deutsche MP5. Das ist gut, das ist nicht schaden. Egal. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ich war bei den Kommentatoren. Oh mein Gott, ich muss mich an der Nase kratzen. Jetzt gehe ich wahrscheinlich down. Ja. Kommentatoren. Wen gibt es da noch? Ah, dann gucke ich in letzter Zeit viel. The End. 0045. Haufen Zahlen dahinter. Der macht Battlefield 3. Ich gucke sowieso irgendwie. Videos gucke ich viel lieber von Battlefield 3, weil Call of Duty Videos. Okay, dann. Ich habe eine Second Chance, Leute. Na, bin ich cool? Ich habe eine Second Chance. Ich dachte schon, ich müsste mich jetzt mitten im Thema hier unterbrechen, weil ich einfach zu doof bin, um im ordentlichen Rape Train zu laufen. Ah, es passt schon. Ja, The End, der macht Battlefield wie. Genau, ich gucke lieber Battlefield-Videos, weil COD kann ich auch selber spielen. Battlefield kann ich auch selber spielen, so ist nicht, aber Battlefield entstehen halt einfach so entweder episch oder einfach nur übertrieben witzige Momente, wo dein Kumpel vor dir über die Straße läuft und dann kommt einfach nur ein Helikopter-Wrackteil von links oder sowas und smasht ihm voll das Gehirn aus dem Kopf und er fliegt über die ganze Straße und schreit dabei rum über dein Headset. Sowas sind ja einfach nur extrem witzig oder du latschst mit 50 Leuten, rennst du so einen Hügel hoch. Auf der anderen Seite sind Gegner und es entstehen gewaltige Schlachten und dann fliegt noch ein Jet über euch drüber, kracht und irgendwas rein. Das ist halt einfach. Ich mag die Engine von dem Spiel, ich mag, dass es so groß ist, aber ey, über Battlefield will ich jetzt nicht reden. Ich spiele gerade World at War, ein Spiel von 2008. Ja, wie finde ich World at War? World at War ist, ja, doch relativ gut. Ja, also es ist jetzt kein übergeniales Spiel, aber, also der Multiplayer ist okay. Es spielt halt ein bisschen wie COD4, ist halt schon ordentlich, aber ist halt eher ein Schritt zurück von COD4. Der Singleplayer ist sehr gut. Also wirklich, haben sie gut gemacht. Ist aber immer ein COD, so da muss man sich nicht groß wundern. Der Singleplayer ist immer gut. Nein, das will ich nicht, damit renne ich zu langsam. Der Singleplayer ist immer gut in COD. Ja. Jetzt habe ich eine G3. Eine Single-Feuer-G3. Bei dem Rollen oder was, ey. Oh nee. Fuck, jetzt kriege ich nur die Trash-Waffen aufs Auge gedrückt. Dum-dum-dum-dum. Ah, Nuke. That's what I wanted.
Jo, dann das, was das Spiel für mich raushaut, ist definitiv dieser Mod-Bereich und diese ganze Zombie-Geschichte, die hier erfunden wurde, Leute. Und das ist das Spiel, in dem die Zombies erfunden wurden. Also die Call of Duty-Zombies, die einfach nur doof sind und auf dich zurennen. Es gibt natürlich intelligentere Zombies, wie die von Dead Island oder sowas. Aber die hier seht ja, die sind jetzt nicht gerade so die hellsten. Also vom. Okay, ich will jetzt. Ah, nee, den Witz will ich jetzt nicht reißen. Nein, der ist einfach viel zu schlecht, den reiße ich jetzt nicht. Die sind hell. Die haben helle Köpfe, die brennen. Nein, okay, das war der schlechteste Witz des Jahrhunderts. Deswegen vergesst es einfach, das habe ich nie gesagt. Ja, die sind halt wirklich nicht so die Schlausten, diese Zombies. Und die, ja, die sind halt eigentlich. Ich weiß gar nicht, hinter was die her sind. Hinter deinem Kopf. Weil, wenn sie dich mal getötet haben, dann rennen die einfach nur auf dir rum. Und keine Ahnung, was die machen. Also. Ich weiß nicht, was die Zombies genau machen, wenn sie sich mal getötet haben. Also ich sehe dann immer nur, die stehen da rum, dann lacht Samantha, dieses kleine Mädchen. Dann kann ich auch. Ach, ich mache irgendwann mal. Ja, genau, Leute, andere Frage hier. Wenn ihr immer noch zuguckt, dann hätte ich mal ganz gerne, dass ihr mir beantwortet, ob ich mal ein kleines Video zur Zombie-Geschichte mache. Einfach mal ein bisschen laber, was ich über Zombies alles weiß, über die Geschichte, über Samantha, über Richthofen, über Dempsey, über jeden.